willkommen zurück zu einem neuen Amerika-Vlog von mir. Wir sind schon wieder auf dem Weg zum Grand Canyon. Wir haben jetzt 7:45. Wir sind heute auch wieder um 6 aufgestanden, haben schon ausgecheckt eben aus dem Hotel und haben auch schon gefrühstückt. Wir fahren jetzt wieder circa 1,5 Stunden zum Grand Canyon, fahren aber dann weiter am Grand Canyon, machen da ein paar Stops, schauen uns den nochmal genau an. Und dann geht es schon weiter zum Monument Valley und da freue ich mich schon besonders drauf. Also das, glaube ich, wird eins meiner Highlights werden. Da werden wir heute auch in Monument Valley schlafen. Da gibt es nämlich 2 Unterkünfte und wir haben eins davon gebucht, weil im Umkreis von circa 2 Stunden oder 2,5 Stunden gibt es nämlich gar nichts und wir wollten auch den Sonnenuntergang und die Sterne im Monument Valley anschauen. Da soll man nämlich auch ganz viele Sterne sehen, weil die Sicht so klar ist und es da einfach auch keine so starke Lichtverschmutzung gibt. Und ich glaube, ich habe an den Lippen Sonnenbrand bekommen. Boah, ich habe, glaube ich, noch nie an den Lippen Sonnenbrand bekommen, obwohl ich Labello dabei habe mit 15 Lichtschutzfaktor. Basti, der hat auch ein rotes Gesicht bekommen. Nein. Aber jetzt geht's schon wieder. Ich habe ja im Joshua Tree Nationalpark in so einem Visitor Center ein Monopoly entdeckt mit der Sonderedition Nationalparks. Und irgendwie hat uns das keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe das dann gegoogelt und wenn wir es in Deutschland bestellt hätten, hätte es einfach um die 200 Euro gekostet. Und irgendwie fanden wir das so besonders, dass es ein Monopoly mit den Nationalparks gibt. Deswegen waren wir gestern den ganzen Tag irgendwie auf der Suche, nachdem wir waren in 3, 4 Geschäften. Aber da war alles ausverkauft. Und das Monopoly hier kostet um die 40 Dollar und ich finde, das geht noch. Und wir haben gestern beim Grand Canyon in diesem Visitor Center das Monopoly entdeckt. Und Basti wollte es auch unbedingt haben. Wir waren richtig auf der Suche danach. Aber echt, das war überall ausverkauft. Und jetzt haben wir das. Tada! Ich freue mich richtig. Der nächste Spieleabend ist gesichert. Aber wir finden halt auch beide, dass das wirklich echt was Besonderes ist. Und ja, deswegen mussten wir uns das mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall richtig darüber. So sieht das aus. Ist richtig eine Sonderedition. Und das sind eben über 60 Nationalparks mit dabei sozusagen. Und was ich auch ganz cool finde, hier gibt es so schnelle Regeln, dass man da auch nicht 5 Stunden Monopoly spielen muss, sondern man kann es auch mal auf 60 Minuten spielen. Wir fahren jetzt den Grand Canyon ein Stück mit dem Auto ab und haben jetzt kurz am ersten Stop schon gehalten und schauen uns das mal an. Hier sieht man schon den ersten Aussichtspunkt. Oh. Oh Gott, ist das hoch. Oh. Wahnsinn, oder? Oh. Ich hab richtig Angst. Weil es so tief nach unten geht. Zweiter Stop. Das Coole ist halt auch, dass man mit dem Auto direkt hinfahren kann. Hier sind überall Parkplätze. Und es ist ganz chillig. Kann man überall aussteigen, wo man will. Unser dritter Halt. Wir nehmen echt jeden Halt oder Aussichtspunkt mit. Ich habe ja echt richtig Angst am Grand Canyon, weil es ist einfach nirgends eine Absperrung. Und ja, es kann doch schnell irgendwie was passieren. Man kann stolpern
oder keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich da immer richtig Respekt. Wir gehen jetzt zum Auto und fahren weiter. Wir sind jetzt am Grand Canyon Grand View angekommen. Auf jeden Fall geht hier auch so ein kleiner Weg. Sie können jetzt schon wieder die Krise gehen. Oh Gott. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Monument Valley. Wir haben jetzt einige Viewpoints beim Grand Canyon abgeklappert und jetzt geht es für uns 2,5 Stunden ins Monument Valley. Wir wollen auf dem Weg auf jeden Fall noch was zu essen suchen. Wir haben beide richtig Hunger. Wir haben jetzt 12 Uhr und ich würde am liebsten heute zu Taco Bell gehen. Ja, und da schauen wir auf jeden Fall mal, ob wir einen auf dem Weg finden, aber ich denke schon. Wow! Ich finde, auf der Kamera kommt es wirklich null so rüber, muss ich echt mal sagen. Auch der ganze Grand Canyon, wenn man davor steht, das ist einfach unendlich weit und unendlich tief. Und auf der Kamera kann man es wirklich überhaupt nicht so einfangen. Man muss wirklich selber davor stehen, um das alles zu spüren, gell? Da kriegt man richtig Gänsehaut. Ja, aber leider, finde ich, kann man es einfach auf der Kamera oder am Handy nicht so gut einfangen. Taco Bell gefunden. Ich nehme jetzt auf jeden Fall ein Burrito. Und zwei Quesadillas. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Wir haben uns bei Taco Bell jetzt noch to go solche Cinnamon Twins mitgenommen. Die kosten einfach nur $1. Und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Wir fahren jetzt noch 1,5 Stunden und dann sind wir angekommen. Jetzt regnet es sogar auch ein bisschen, aber was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil die ganzen Tage war es einfach so heiß. Wir sind angekommen im Monument Valley und wir haben hier so ein richtig cooles Haus. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, wir haben ein Zimmer, aber dann sagt er einfach, wir haben so eine Villa. Wie cool ist das denn? Mitten in so einem Berg. Wir gucken jetzt auf jeden Fall mal rein. Live-Reaktion. Und... wow, voll groß. Das ist immer
Couch, Bett, eine ganze Küche. Hier hinten ist das Bad. Und wir haben nochmal ein Bett. Wir haben nochmal ein Schlafzimmer. Ja, cool. Wir haben jetzt schon unser Zimmer bezogen. Ich habe mich kurz umgezogen, weil es so kalt draußen ist. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen rum und schauen uns noch ein paar Points an. Hier hinten sieht man ein bisschen den Sonnenuntergang. Aber auf der Seite ist leider keiner.